Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt von Fantasy Friends. Ja, das ist mein voller Ernst. Das werden wir heute anzocken. Ich habe es ja schon in meinem Livestream, weil es so brutale harte Action ist, immer so kurz vorm Ende des Streams mit euch gezockt, bevor ich diese angezockt überhaupt gemacht habe. Um euch die knallharte Action hier auch zeigen zu können. Also ich habe hier schon ein paar Tierchen. Also meine Kinder stehen total auf das Spiel, obwohl es so brutal harte Action ist. Das ist unsere Landschaft. Und ja, ihr fangt an, ihr kriegt erstmal drei Eier, die ihr ausbrüten müsst. Und die werden dann Tiere. Oh, ja, das ist aber Schild, die braucht aber unbedingt was. So, und dann gehen wir mal rein, fangen mit Schildi an. Schildi ist jetzt die erste Stufe. Der kriegt eine Nuckelflasche. Man kann die Namen der Tiere selber auswählen. Bei der ersten Stufe, ich weiß es nicht, eine zweite Stufe gibt es auch, die werdet ihr da gleich sehen. Ob es eine dritte Stufe gibt, weiß ich nicht. Soweit bin ich noch nicht. So. Da haben wir halt wenig Auswahlmöglichkeiten. Fressen geben, Liebe geben, putzen. Ja, und waschen haben wir auch noch. Und dafür kriegen wir Punkte, wie ihr ganz oben links in der Ecke seht. Vielleicht kennt ihr die Viecher ja auch. Also meine große Tochter hat da voll drauf gestanden, wo sie kleiner war. Und so, das ist jetzt Tigger, habe ich den genannt. Das ist eine Katze. Der ist jetzt nur schon was größer. Den machen wir jetzt erstmal alles voll. Der hat jetzt auch noch die Option spielen. Und wir können ihm Klamotten anziehen. Da kommen wir auch gleich dazu. Da braucht man nämlich diesen Trank, den wir da kriegen. Den brauchen wir dafür. Das Spiel stürzt auch gerne mal ab. Zwischendurch empfehle ich euch immer mal wieder zu speichern. So, dann haben wir hier Klamotten. Dann können wir jetzt hier zum Beispiel den Tiger auch umfärben, wenn wir das wollen würden. Ja, könnten den jetzt hier schwarz machen. So, lassen wir mal schwarz, also so gräulich, so wie mein Tiger auch ist. So, und dann haben wir hier noch Klamotten, was wir ihm anziehen können. Blaue Schleife, ja, oder ein Hut und so. Das kriegen wir aber alles erst noch freigeschalten. So. Und dann haben wir hier noch so eine Geschenkebox. Da können wir dann halt Sachen kaufen. Wir können ihn jetzt für 1500 wieder zum Ei zurückverwandeln. Also vom Ausgewachsenen zum Ei. Und wir können dann hier Bälle kaufen und Spielzeug kaufen. Was ich ein bisschen überteuert finde. Lappen können wir kaufen, damit wir ihn putzen können. Weil das dauert ewig, wenn man auf so viel kommt. Bürsten. Und halt, wie gesagt, die Klamotten. So, kann ich euch ja mal zeigen, ja. Da die ist im Besitz und dann, ja, die anderen alle. Und dann haben wir hier noch den Garten. Weil mit den größeren können wir auch spielen und mit den größeren muss man das Futter selber machen. Da haben wir einmal das. Bei ihm müssen wir jetzt hier drehen. Müssen wir selber produzierende trinken. Also Futter müssen wir jetzt hier so lange drehen mit dem linken Analogstick, bis das voll ist. Und dann aufpassen, nicht vergessen, X drücken. Weil wenn ihr dann einfach so rausgeht, ist ein bisschen lästig. Oh. Wenn ihr einfach so rausgeht, wird es nicht gespeichert. So, und dann habt ihr wieder kein Fressen. Dann haben wir hier zwei Spiele. Einmal hier, wo wir was wegschmeißen können. Dann muss man mit dem rechten Analogstick nach hinten und dann nach vorne. So. Und dann streicheln. So. Und dann haben wir noch ein Spiel. Das buggt auch gerne mal rum, dass es dann halt mal nicht funktioniert. Oder sich das Spiel dabei aufhängt. Hier haben wir Kartons und hier muss der Tigger dann was suchen, was unten drunter ist. Ich weiß selber auch nicht, wo drunter ist. Da müssen wir einfach hier alle aufmachen. Irgendwann haben wir das schon erreicht. Na, da. Da ist er. Und wir haben es gefunden und haben gespielt. So, reicht. Und raus.
Und 3500 braucht er, um ein Ei zu holen. So, speichern, nicht vergessen. So, dann haben wir hier noch. Machen wir jetzt einfach mal alle Tiere durch. Bei euch sieht es auch bunter aus als bei mir. Warum es bei mir jetzt verkehrt aussieht, habe ich auch keine Ahnung. Ich muss mal kurz bei mir. Irgendwo ist da der Wurm da bei mir. So, und dann haben wir hier noch putzen und waschen. Und dann können wir raus. Ich empfehle euch, nach jedem Tier abspeichern. So, dann haben wir hier noch. Auch wieder Liebe geben. Und das müsst ihr mit allen machen. Der eine verliert mehr, der andere verliert weniger. Und dann müsst ihr halt immer 3500 mindestens sammeln, bis ihr ein neues Ei habt. Ich habe bis jetzt erstmal alles voll gemacht. Also ich habe jetzt nur ein, zwei Mal so eine Bürste habe ich einmal gekauft und so ein Band, damit man sieht, wie das aussieht. Und dass man das machen kann. Beim Essen hier ist dann jetzt was anders. Hier kommen dann Blasen runter. Da müssen wir dann halt mit X, also mit dem Analogstick lenken und dann auf die Blasen hier rauf und das Fressen somit voll machen. So. Und dann haben wir hier auch ein Spiel. Das habe ich mit ihm noch nicht gemacht. Also mit ihm auch mit der Kiste. Ne, hier ist er mit Hütchen. Hier wäre eine Erklärung vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Da wäre eine Erklärung vielleicht mal nicht schlecht. Also man darf nicht zu weit hinter machen. Dann verschwindet's. Ich habe aber keinen Plan, was ich hier machen soll. Mach mal Ball. Es gibt halt nicht immer nur AAA-Titel und einige von euch haben mir gesagt, muss denn sowas sein? Habe ich gedacht, ja, das muss sein. Ach, ist ja alles leer. Da gibt es Punkte. Die können auch krank werden. Man muss auch das Haus putzen. Oder ab und zu kommt dann im Wald ist ein Schatz versteckt und da muss man dann halt, sind dann so Erdhügel, die muss man dann aufmachen, also raufgehen mit dem Cruiser und dann mit X drücken, also mit diesem Kreisdings, zeige ich euch gleich. Da muss man X drücken und dann, na komm, und dann kann man das Ding beiseite schaufeln sozusagen und dann gucken, ob da was drunter ist. Und wenn man es dann gefunden hat, kriegt man 500 von diesem rosa Trank. So. Vielleicht haben wir ja das Glück und da taucht jetzt hier mal ein krankes Tier auf oder die schlafen auch irgendwann ab einer gewissen Uhrzeit oder es kommt vielleicht auch vor, dass hier mal so ein Erdhügel. Und ihr seht ja, das gibt nicht so viel. Und wenn man hier wirklich
ewig warten muss, bis die Tiere. Weil durch Spielen, man kriegt nur diese Punkte, wenn es auch leer ist, die Anzeige. Also wenn ihr jetzt alle Anzeigen voll habt. Hier können wir jetzt, hier müssen wir einen Baum schütteln. Ja, seht ihr jetzt auch schon, passiert da oben schon nichts mehr, weil der Fressnapf voll ist. So. Und auch beim Spielen, wenn wir jetzt hier einen Ball schmeißen. Man kriegt halt nur so lange Punkte, bis die Leiste voll ist. Und danach kann man so lange stundenlang spielen, man kriegt keine Punkte. Man muss dann halt wieder warten, bis es leer ist. So. Und das ist ziemlich ermüdend und da braucht man ewig, wenn man nur ein, zwei Tiere hat, bis man da wirklich alles voll hat. Oder genug hat, um sich was zu kaufen, beziehungsweise nochmal ein Ei zu holen. So. Ja, Cheetah nochmal. Cheetah hat nichts. Müssen wir erst in den Garten gehen. So, hier müssen wir das da reinmachen, okay. Dann gleich spielen. Und ja, es ist so eintönig und so langweilig auf Dauer, wie es euch jetzt schon vorkommt. Also für uns. Ich habe das meiner kleinen Tochter gezeigt und der Großen. Im ersten Moment fand die Große das auch lustig. Im zweiten Moment ist es langweilig. Die Kleine, die hat ja nicht genug von gekriegt. Affe streicheln, Einhorn streicheln. Hat sie dann mal gesagt, welche Tiere ich streicheln soll und oder füttern soll. Und da hat sie sich gefreut. Weil normalerweise darf sie nicht zugucken, wenn ich spiele. Ich wollte aber mal gucken, wie das aussieht hier. Wegen diesen Tieren mit den großen Augen. Meine Frau sagte mal, das ist halt dieses Kindchenschema, große Augen. Da reagieren Kinder drauf und das ist wirklich so. So. Wir sind jetzt beim letzten Tier. Ich hoffe, dass wir hier noch ein Ei holen können, dass ich euch das mal zeigen kann. So, und dann sind wir jetzt hier. Also umso dunkelblauer das außen rum ist, umso länger können wir machen. Wir müssen das halt polieren, Liebe geben. So, 3000. So. So, und fertig. Und dann haben wir hier praktisch, für 3500 können wir uns ein Ei holen. Möchtest du Zauber ausführen, um diesen Gegenstand zu erhalten? Ja, nein. Ich weiß noch nicht, was das sein soll, also. Speichern wir mal. Speichern. Ah, das Haus von Dingsbums sollen wir putzen. Okay. Seht ihr jetzt, habt ihr gesehen, das Haus ist so ja dreckig. Weil ich wusste nicht, was das ist. Deswegen habe ich es Dingsbums genannt. Weil es sah aus wie ein Koala, aber auch ein bisschen komisch, wo es clean war. Wo die Frische schlüpft war. Und deswegen habe ich gedacht, nennst du das Dingsbums. So, ist sauber. Und wir können jetzt natürlich noch ein Ei holen. Ach, guck mal an.
Nehmen wir gleich hier nochmal. Also wenn ihr sowas seht, ihr reinkommt und das Ei so tiefblau leuchtet, immer gleich putzen. Weil das gibt gut Punkte, dadurch kriegt er schnell, seht ihr ja, richtig schnell Punkte. So, und dann haben wir noch ein Ei. Alles andere dauert halt ewig, um an Punkte zu kommen. So, drei Eier haben wir noch. Mal gucken, wo die denn hier noch hin sollen, wo hier noch Platz ist. Also hier vorne ist noch Platz, hier auf dem Berg ist noch Platz. Hier wäre auch noch Platz. Hier hinten vielleicht noch Platz. Müsste man gucken. Auch diese Blumen und die Eistüten, die habe ich auch gepflanzt. Warte mal, das zeige ich euch mal. So, und da kannst du dann halt auch noch andere kaufen. Die kosten dann 2000. Oder hier so eine Wassermühle. Oder hier so eine große. Damit kann man sich das halt so ein bisschen aufhübschen. Und hier auch Lampen und sowas alles. Oder ein Marienchenkäfer. Noch ein Haus. Also sieht echt schön aus. Also man hat hier viel drin, aber jemand, oder hier 4000. Jemand auf diese 4000 Punkte kommt, das dauert eine halbe Ewigkeit. Habt ihr ja gesehen. Deswegen mache ich jetzt erstmal alles mit, voll mit Viechern und eins braucht dann immer was zu fressen. Das kriegst du dann voll und vielleicht ab und zu mal hier, wenn man Glück hat, dass hier irgendwo 500 im Wald versteckt sind. Aber sonst, so unspektakulär ist er doch. Jetzt kriegen sie langsam schon wieder Hunger, wenn du immer durch bist. Wenn du genug hast und immer durch bist, dann haben sie schon den nächsten Hunger. Also da kommt man dann schon schnell auf Punkte. Oh, hier schlüpft was. Seht ihr das? Wenn man da so ein. Jetzt seht ihr die Weiterentwicklung von Horny. Horny entwickelt sich weiter. Shazam. Und Horny ist da. Wir haben ein Einhorn. So, dafür kriegen wir natürlich auch, für so eine Weiterentwicklung kriegen wir auch Punkte. Also wir haben jetzt hier auch noch Unkraut. Seht ihr, dann können wir hier auch noch wegmachen. Hier gibt dann auch nochmal Punkte. Aber diese Zwischendinger, die sind halt viel, viel zu wenig. Dass man da schnell auf Punkte kommt. Also es dauert wirklich eine halbe Ewigkeit. Ach, hier der nächste, der hat sich weiterentwickelt. Schildi entwickelt sich weiter. So, gab auch nochmal 1000 Punkte. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht doch mal. Machen wir gleich nochmal hier. Eine Runde, dass wir hier vielleicht. Noch die 3500 wieder zusammenkriegen. Weil dann habe ich drei Eier in der Ausbrütung. Und kann mir gleich das nächste holen. Also normalerweise geht das nicht so schnell. Das dauert immer eine ganze Weile, bis sich so ein Ei entwickelt. Ich bin jetzt hier ziemlich gut vorangekommen, aber trotzdem dauert es eine halbe Ewigkeit. Auch hier. Ich habe auch noch nicht so viele Trophäen gekriegt. Ich habe auch gedacht, dass das vielleicht, auch wenn es ein kleines Spiel ist, Platin hat, aber es hat leider kein Platin. Das zeige ich euch auch gleich. Ach da, ein Ei schlüpft. Wir machen erstmal zu Ende. Aber jetzt ohne Spielen. Das mit dem Spielen nervt mich am meisten, muss ich sagen. Weil die Steuerung da sehr ungenau ist und dann immer, man muss ein paar Mal testen, vor und zurück, bis es dann irgendwann denn doch mal funktioniert und den Ball wegschmeißen kannst. So.
Mit dem Spielen hebe ich mir auf, weil dann mache ich die nervigen Sachen halt mit eh mal. So. Ist voll. Oh, hier können wir noch was machen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, wann es ausgebrütet wird. Also wenn es von so einer Stufe halt in die nächste Stufe geht. Ich habe es bei ihm versucht mit im letzten Augenblick immer füttern lassen. Dann hat es auch geklappt. Bei ihm habe ich immer gleich schnell dran. Hat auch geklappt. Also, und es dauert halt immer unterschiedlich. So, 3 Herzen. Na, was wird's? Ich würde mich auf einen Drachen mal freuen. Ein Igel-Dings oder was? Igel-Dingsbums. Und für Schlüpfen gibt es natürlich auch nochmal Punkte. Also normalerweise geht es nicht so schnell mit Punkten, da sitzt du hier echt Ewigkeiten. Habt ihr in den letzten Streams bestimmt gesehen. Und dann können wir nämlich gleich nochmal ein Ei rausholen. So, wo ist ein Igel-Dingsbums abgeblieben? Igel-Dingsbums hat hier unten seine Hütte. Da ist er. Okay. Also jetzt wird es wirklich langsam knapp. Weil hier kann ich jetzt nur noch mit neigen. Hier könnte noch was hin. Bin mal gespannt. Ich werde euch in... So, das ist das Haus von Igel-Dingsbums? Ja, Igel-Dingsbums ist gerade frisch da und Haus ist schon dreckig. Ganz toll. Haben wir schon uns hier ein richtiges Dreckschwein drin geholt. So. Ihr speichert auch teilweise nicht automatisch. Also empfehle ich euch immer selber zu speichern. So, Spiel schließen. So, ich habe 7 von 13 Trophäen. Wir sortieren mal nach Rang. So, ist eine Goldtrophäe. Und dann haben wir halt hier schon. Was haben wir hier noch? Interagiere mit dem Deko-Gegenstand im Wald. Was ist denn ein Dekorationsgegenstand im Wald? Schalte alle Skins frei. Naja. Spiele alle Aktivitäten mit jedem Tier. Naja, gut, da könnte er selber eine geben. Müsste ich mal alles machen. Erhalte alle 12 Tiere. Okay, also es gibt 12 Tiere. Also da hätten sie wirklich... Wir gehen nochmal rein in den Aal hier. Also wir haben 12 Tiere.
Mehr gibt es wohl nicht. Müssen wir mal zählen, wie viel wir haben. Ich habe das nicht im Kopf. So. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, hier kommt Nummer 10. Also dann noch zwei. Jetzt haben wir den Drachen. Nennen wir Drache. Also rein theoretisch sollte ich dann halt auch logischerweise, wenn ich alle 12 Tiere habe und jetzt sind ja noch zwei Eier da, das ist Tier 10, sollte ich jetzt ja rein theoretisch keine Eier mehr kaufen können. Es sei denn, ich packe dann halt nach den 12. Ah, nee, das ist kein Drache. Was soll denn das sein? Ach! Ein Seepferdchen oder so soll das sein. Naja, gut, jetzt heißt er Drachi. Oh, nicht schlecht. Es sei denn, wenn ich denn die doppelt habe, dass die dann in die Hütte zu dritt oder zu viert einziehen. Das werden wir testen. Oh, hier entwickelt sich was. Ja, die Zicke, was ich gedacht habe, was eine Zicke ist, was irgendwie ein Kaninchenzicke ist, entwickelt sich jetzt weiter. So, 3500. So, haben wir denn noch was hier unten? Oh, ne, 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 ne. Dann holen wir uns schon mal ein neues Ei. Du hast bereits alle Tiere aus Fantasy Friends. Ach, okay. Mhm. Wir haben einen Skin gekriegt. Okay. Okay, also wir sind wohl... Wir sollen mit dem Dekorationsgegenstand im Wald interagieren. Ach. Das war's schon. Oh, Tigger ist schon wieder krank, oder was? Ach, hier unten geht's noch weiter. Ach, na ja, toll. Aber ich habe doch den grünen freigeschalten, habt ihr doch eben gesehen, oder höre ich mich da? Ah, hier schlüpft schon wieder was. Ich bin schon 29 Minuten, ich wollte nur kurz machen, ey. Das ist aber ein Drache jetzt.
Einfach Drache 2.0, ja. Das sieht aus wie ein Drache, das könnte jetzt ein Drache sein. Achso, ich soll ja noch Liebe geben. Der lebt jetzt auf dem. Der ist ein Drache, der liegt auf dem Berg. Seht da. Jetzt haben wir eigentlich einen Drachen. So, was haben wir noch? Was wollte ich jetzt noch machen? Ah, speichern wollte ich. So. Naja. Oh, jetzt haben wir 8 von 13 Trophäen. Achso, immer noch zum Baby zurück werden, okay, naja. Aber das brauchen wir nicht. Es ist wirklich so banal, wie es aussieht. Es ist wirklich ein absolut kitschiges Spiel für Kinder gemacht. Extra mit den Tieren, mit den großen Augen. Ich weiß nicht, wie die Viecher heißen. Fantasy Friends, ich weiß nicht, ob die so auch wirklich heißen. Meine Tochter hat die Dinger gehabt. Die große, die kleine. Und die stehen halt drauf. Keine Ahnung. Also für uns, es ist wirklich langweilig auf Dauer. Es ist wirklich langweilig, aber für die Kids ist es halt schön. Ja? Und darauf kommt es ja an. So, das soll es jetzt auch dafür gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch jetzt genug gequält. Aber das musste ich mir geben. Das musste ich machen. Ist auch gar nicht so teuer, was ich bezahlt habe. Ich habe keine Ahnung. 2-3 Euro oder so. Oder, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.